1944. Die Deutschen errichten an der französischen Küste einen Wall aus Stahl und Beton. Den Atlantikwall. Sie wissen, dass wir kommen. Verdammt, die ganze Welt weiß, dass wir kommen. Unter dem Befehl von General Eisenhower bereiten sich die alliierten Streitkräfte auf den größten Militärschlag aller Zeiten vor. Im Rahmen der Operation Overlord werden wir mit Truppen, Panzern und schwerem Material in der Normandie landen und Europa aus der Tyrannei befreien. Nur noch ein paar Stunden bis zum Angriff. Mehr als 7 Divisionen stehen bereit. Unsere Bomber zerstören Brücken, Eisenbahntrassen und Treibstofflager, um die Versorgungswege der Deutschen zu vernichten. Die Deutschen rechnen mit einer Invasion, aber in der Nacht vor der Landung springt meine Einheit hinter den feindlichen Linien ab. Dann rücken wir an der Seite der 6. Luftlandedivision zur Küste vor. Der Plan ist klar. Wir stoßen zu den alliierten Landungstruppen, marschieren in Frankreich ein und schalten unterwegs jeden Widerstand aus. Sergeant Jack Barnes, 5. Juni 1944. Juni 1944, Normandie, Frankreich, D-Day, 3000, keine Ahnung. Willkommen in Frankreich, Jungs! Ja, D-Day, kurz bevor Omaha Beach begonnen hat, wurden die Fallschirmjäger ausgesendet, um hinter den feindlichen Linien einige Sachen auszuprobieren. Ja, um schon mal um gewisse Punkte freizukämpfen. Ausrüstung checken! Ja, jetzt muss ich bei dir da rumpopeln und deinen Fallschirm extra manipulieren, damit er nicht aufgeht. Nein. Okay. 7 okay. 6 okay. 4 okay. 3 okay. 3 okay. 1 okay. Alles klar! Hier war es immer noch dunkel, ziemlich hell gerade. Ja. Ich finde, das ist so krass dargestellt hier. Das ist ja Hammer. Aber ich glaube, ich habe noch kein Spiel so geil umgesetzt gesehen. Also, das Spiel ist geil. Das ist der Hammer. 20er. Flak, Ballagen, Stürmen nach oben. Super. Bin im wohligen Haus. Ein bisschen Ruckelei, sorry. Das ist auf jeden Fall wegen den Rauch. So. Ja, es ist natürlich alles schief gegangen, wie soll es auch sein. Es kann natürlich nicht funktionieren. Es ist so gewesen, dass wir alle nicht da gelandet sind, wo wir landen sollten. Und wir sind teilweise... Oh, Alter, ich weiß nicht, ob das überhaupt spielbar ist. So. Muss hier mal raus, irgendwie ist das hier ziemlich buggy oder laggy. Das hätte ja alles andere sonst immer sehr gut hingehauen, aber hier ist, teilweise ziemlich krass. Also schnell mal raus. Ja, da sind eine unter Fallschirmjäger.
klar, was unsere Aufgabe ist, ist Luft. Oh, da ist bestimmt was. Oh, es ist eine Granate. Yep. Das war eine. Ich glaube, der Flachs sorgt ein bisschen für diese kleinen Unstimmigkeiten. Wir schießen hier auch komisch. Ignoriert, jetzt guckt einfach nicht genau hin. Das sind die Vierlinge, von denen ich euch erzählt habe. Oh, da kommt ein LKW mit Gegner. Wir müssen schnell hier in die Flak rennen. Wie, was, wie, wo? Also, da hinten kümmern wir uns um. Ey, von so, in solch einer Kugel wollt ihr nicht getroffen werden, ey. Wir hatten das sind ja kleine Mini-Sprenggranaten sozusagen eigentlich. 2 cm Durchmesser. Das macht dich, glaube ich, also ein Treffer reicht da locker aus, egal fast wie der landet. Okay. Ah, kein Leben. Schade. Okay. Da haben wir aber Leben. Gut. Das haben wir auch gebraucht. Dann schon die nächsten Deutschen. Nächsten Deutschen, ja. Endlich mal wieder das M1 Garant. Schade, dass ich nun wirklich auf keine weiteren. Also, dass ich nicht das K98K spielen konnte. Hätte mich ja schon ein bisschen interessiert, aber naja, egal. Aber das Garant ist auch gut. Finde ich, macht echt viel mit dem Teil. Oh, 1,42. Ziemlich ungenau geschossen. Hat der ein bisschen Kacke gebaut. Da kommen dann viele Deutsche. Ja. Ich habe gar nicht geachtet drauf, was es war. Ob es ein Stuka war? Ein deutscher Kampfbomber? Oder ob es einer von uns war? Ah, da ist ein Kettenfahrzeug. Da gehen wir auch gleich mal hin. Aber ich muss mir erstmal die Munition hier holen. Weil ich habe gerade gesehen, so viel habe ich nicht gar nicht. Jetzt einfach mal zur Flak und erledigen das gleich mit der Flak. Gut, dass ihr es gar nicht reiht. Ja, da kommen die Briten. Schön, dass Sie noch leben, Sergeant. Die meisten Ihrer Jungs sind gefallen. Panzer. Tigerpanzer! Ja, das ist es aber nicht. Jagdpanzer war das nicht. Gute Arbeit, Sergeant. Wilson, besorgen Sie Barnes eine Waffe und gehen Sie in Deckung. Dann eine Waffe. Was willst du denn von mir? Es ist. Hä? Ich hab doch schon ein deutscher MP40. Foxhound, bitte melden, Foxhound. Hier, Foxhound, vorrücken. Jerry verstärkt deine Artillerie nördlich ihrer Position. Ein gewisser Oberst Hildebrand hält dort eine wichtige Brücke. Eliminieren Sie den Oberst und zerstören Sie die Brücke. Sprengen Sie die Brücke um jeden Preis, aber rechnen Sie mit heftigem Widerstand. Over. Roger, over and out. Sergeant, Sie gehen voraus. Hals und Beinbruch. Natürlich.
ganz klar. Wir müssen die feindliche Artillerie im Auge behalten. Habe ich jetzt noch meinen... keine Ahnung, steht nicht da. Ah, natürlich. Die Enfield. Der schießt nicht auf uns. Das sind sie! Hey, sag mal. Die geht schon wieder auf mich geschossen, die Penner. Ja. Die K98K kriege ich nicht, aber die empfiehlt. Oh, toll. Okay. Aber ziemlich gut, weil sie hat ziemlich viel Schuss, wie man sieht. Und das, was wir da hören, ist, denke ich mal, eine 88er. Wir wurden hier viel in der Flak eigentlich, wurden hier aber viel zu... für Artillerie benutzt. Da noch der. Komm schon. Erst auf zu schießen, mein Freund. Ja, das war's. Ah, die die Enfield ist ziemlich cool. Aber meiner Meinung nach nichts gegen das Garantgewehr. Aber man muss trotzdem repetieren hier. Ah, lass mich durch. Mann, sag mal. Ist das bescheuert? Kann ich jetzt eigentlich. Hier für euch. Ja, da war wohl. Granate. Oh. Wie viel Schuss hat die eigentlich? 30. Sehr schön. Ich möchte aber eigentlich eine andere Waffe haben. Darf ich nicht. MP40 wurde mir einfach mal weggenommen. Darf keine deutsche Waffe benutzen. Glück gehabt. Hat schon ein bisschen Angst gekriegt. Aber konnte nicht weitermachen. Oh. Da ist noch mehr drin. Granaten! Okay. Aber Stielgranaten von den Deutschen darf ich nutzen, ne? Das ist mir noch erlaubt. So, ich benutze aber jetzt mal wieder die Enfield, weil die finde ich auch ziemlich geil. Ziemlich stark. Für die K98K. Ja, das ist eine 88, eindeutig. Ah, im Haus sitzt er drin, ne? Aber erstmal tieren wir das Haus hier. Was ist hier? Okay, geht sich. Nein. Oh, da war eine Granate. Da sind welche. Nein, nein, nein. Verdammt, geh doch mal. Hat der gerade meinen Partner getroffen? Na. Oh, verdammt. Oh, den nicht kommen. Okay. Schnell mal nachladen. Das ist geil, zwei Clips kommen in diese Waffe rein. Gute Arbeit, Jungs. Kümmern wir uns jetzt um die Kanone. Oh! Oh, jetzt könnte es auch los. Sie kommen mit. Warten Sie auf meinen Befehl. Jetzt können sie doch explodieren.
Alles vernichtet so. Los, Barnes, Sie geben uns Feuerschutz. Wie? Oh, doch, da ist noch jemand. Ich bin schon vorher mit den Granaten vernichtet. Sergeant, bringen Sie an der Flak eine Sprengladung an und kommen Sie zu uns zurück. Ihre Leute warten draußen. Jep, das ist nach nachts, ja. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schwer diese Dinger sind, ey. Dass man sowas früher logistisch irgendwie transportieren konnte, das ist einfach unvorstellbar. Ich glaube, wie schwer war das? Ach, das sind leider nicht mein Kopf, die Zahlen. Muss ich nochmal... Verdammt. Die Waffe ist echt geil. Ziemlich ein Schaden. Zwei Magazine wieder rein. Fertig ist die Waffe. Passt auf! Alter, und genau ist die auch wie Sau. Also macht schon Spaß, muss ich mal schon sagen. Beeilung! Alle Mann vorrücken, los! Alle mal langsam wieder vorrücken, ne? Wenn wir die Brücke sprengen, haben sie ein Problem. Los, vorrück! Alter, alles voller 88er und 20er Flak. Sprengen Sie das Gitter. Bart, Sie gehen hier mit mir in Deckung. Bewegung. Der Hammer. Ja, ja. Na dann lass... Ach, ich bin nicht Barnes. Boom. Da oben ist ein Deutscher. Ja, den habe ich schon früher entdeckt. Ach ja, wir haben ja Smoke Grenades jetzt. Cool. Ja, verdammt. Okay, Jungs, wir sind nur noch zu dritt. Passt auf euch auf. Die Endfix sind auch mal eine neue Waffe. Den Stan fanden wir ja schon. Oh. Den kannten wir ja schon aus Metafauna Underground. Ja, da hatten wir sie ja auch. Ganz klar, ist ja auch logisch. Ist auch da oft vertreten gewesen. Ich möchte aber ganz gerne eigentlich die andere haben. Oh, nicht, komm, lass mich hoch. Hallo. Danke. Ist hier unten irgendwas? Nö. Okay. Nur nochmal ein anderes Gebäude. Da lassen wir auch mal gleich, glaube ich, die Stan, weil. Den habe ich gerade überhaupt gar nicht gerechnet, dass hier welche sind. So. Okay, dann gehen wir mal einfach rüber. Wo mir das echt nicht geheuer ist. Einen haben. Gleich da! Bleib zusammen! Einen haben wir ja schon verloren. Ah, hier ist die nächste 88. Man hat gehört. Räuchern wir das Haus aus. Vielleicht können wir die Brücke von dort angreifen. Mir nach. Irgendwas stimmt hier nicht. Den hab ich auch mal. Okay, da oben ist noch einer. Na verdammt, komm schon. Das war so klar.
komm schon, zeig dich, zeig dich. Wo denn da hinten? Oh, ich durchgeschossen. Ah, da hinten ist er. Ich mach das schon, ich geh mal in die Führung schauen. Alter, was machen die da unten? Oh, der ist gestorben. Das ist doch nicht euer Ernst, Alter. Oh Mann. Alter, ich muss ja auch alles für die erledigen, ey, wirklich. Lasst mich doch mal durch! Oh, das macht einen direkt aggressiv, ey. Ach, jetzt geht's auf einmal alles. In so einem Innenraumkampf ist einfach... Diese Waffe... Ja, lass die Zeit, alles cool. Die Waffe, ne? Sehen Sie mal, Sergeant. Ja, wartet mal, gleich. Erstmal sind hier noch ein paar Deutsche. Ja, jetzt haben wir. So, jetzt kann ich mal die Waffe in Ruhe nachladen. Obwohl wir ja wissen, dass hier auch noch was ist. Oh, der wollte mich Nahkampf angreifen. Er war nicht, mein Freund. Okay. Hier haben wir nochmal ein bisschen Munition und Leben. Brauchen wir aber eigentlich nicht. Noch ist es ja auch nicht so schwer. Drin, aber. Da ist ein paar Leute. Gut, dann gehen wir jetzt. Ah, hier war auch noch was, wa? Hier waren wir auch noch. Ach, hier können wir gar nicht rein. Wollte ich aber was reinschießen, oder was? Na gut, okay. Hier gehen wir nach oben. Die wollen uns ja was zeigen. Private Wilson rückt zur Brücke vor. Sie zerstören die 88 da unten. Ich gebe Ihnen von hier Feuerschutz. Warten Sie auf mein Signal. Was soll denn das? Ich kann die doch von hier schon abschießen. Warum sollte ich auf die... Was hat der da in der Hand? Medik... Was macht der? Das ist ja völlig unfair. Oh, okay, der Plan geht auf. Dann mach's mal so. Was, wo? Was ist denn her? Toll, jetzt wäre ich tot gewesen. Den habe ich nämlich nicht gesehen. Okay. Schnell weg. Voll sinnvoll, die 88er zu zerstören. Ich meine, man könnte sie auch besetzen und selbst benutzen. In der Schnelle ging das früher mal zu. Gute Arbeit, Sergeant. Du bist so ein Typ, Alter. Danke, was du mir ein Medikit bringst. Ich bin nicht bis zur Brücke gekommen, aber es gibt noch einen Weg über den Fluss. Kommen Sie mit! Das scheiß Medikit, ey.